Schmetterlinge. Für sich zu entfalten und ernähren, brauchen sie Brennnesseln und andere Pflanzen, die in den privaten Gärten als Giet gelten. Der hier Zutz ist wild und wegen dem ein idealer Lebensraum für Schmetterlinge und andere kleine Tiere. Wenn man viel Schmetterlinge hat, also wenn man so einen Naturgarten hat, hat man automatisch mehr Bienen, man hat mehr Insekten, man hat Igel. Mehrere wilde Gärten würden es möglich machen, einen Schmetterlingskorridor zu schaffen. So könnten die Insekten neue Lebensräume besiedeln und ihr Überleben langfristig sichern. Ein Projekt, das sich das Papiorama daran beteiligen will und darum bei sich einen wilden Garten zu Demonstrationszweck macht. Für den Direktor Gaspard Billenwelt ist ein Schmetterlingskorridor wichtig für die Insekten in der Region. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass man darüber redet und dass plötzlich die Leute denken, hey, ich will auch etwas machen für die Natur. Und wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass es überall so Flecken hat, aber die Flecken werden immer näher voneinander, dann hat man wirklich so kleine Orte, wo Insekten, Schmetterlinge und alles von einem Garten zum anderen können gehen. Also es müsste nicht wahnsinnig viel mehr als 100, 200 Meter sein. Aber wenn das mal passiert, dann hat die Natur auch noch eine Chance. Für einen genug grossen Korridor zu arbeiten, der wild und schön in einem Gebiet, das so könnte aussehen, etwa 2000 Gärten anlegen. Im Moment suchen sie Geld, für ab dem Herbst zu teufeln, 30 von solchen Lebensräumen zu arbeiten. Der Verein hat aber nicht vor, sich nur auf private Gärten zu beschränken. Für jetzt den Schmetterlingskorridor zu machen, braucht es auch andere Flächen. Also es braucht auch die Flächen der Firmen, der Schulen, die öffentlichen Flächen. Und schlussendlich, um die Verbindungen machen von einem zum anderen Gemeinde, brauchen wir auch die Landwirtschaftsflächen. Seit dem Start des Projekts hat der Verein schon ungefähr 30 Gärten als wild eingestuft. In Zukunft wollen sie noch mehr davon arbeiten und konzentrieren sich auf eine Gemeinde pro Jahr.